Demonstrationsrad oder was? No Justice, no Peace. Ein Exklusiv. Das ist das. Ja. Kiddiebike. Jugendbike. Jugendrad. Naja, viel größer ist er auch nicht. Nö, ist ja auch jugendlich. Die waren echt jung, wa? Ja. Ja, die Griffe sind ja voll die alten BMX-Griffe. Retro. Retro. Hallo, der Tommy hier aus dem Fahrradladen. So, ja, dein Rad ist fertig. Kannst du gerne abholen kommen, wenn du magst. 21 Uhr. Ja. Ja. Okay, alles klar. Jetzt ist der Kollege unten im Laden. Ich bin gerade oben zum Telefonieren. Haha. Ja. Und dann der weiß aber Bescheid, ja? Jetzt müssen wir nur noch gucken, was drüben mit dem Vlog ist, ey. Das nervt mich extrem ab gerade. Ich hoffe sehr, dass das jetzt doch funktioniert hat. Sehr ärgerlich. Gott sei Dank, ich muss nicht doppelt schneiden. Es sieht klar aus, auf alle Fälle. Oh Mann, was ist da los? Mann. Na sicherlich, alle. Na klar, die normale Unschärfe hier aus der Nähe, aber man kann die Karos erkennen, ja, die Speichen. Hier sah es schlimm aus, ey. Mann, bin ich froh. Gleich. Endgültig löschen. Ja. Ach so, abbrechen. Tut mir, ist sie öffnet noch? Kann ich noch nicht. Ist im Power Director geöffnet. Power Director. Ist offensichtlich, manchmal spackt das auch rum. Also ich weiß nicht, ob es das optimale Programm ist für mich, aber ich werde es benötigen. Die neue Version wahrscheinlich, da sind die Fehler dann behoben. Aber dieses Programm schon. Ich muss doch nicht 2 Stunden. Ach, jemand hat ja schon. Der dachte schon, er muss jetzt unten alles alleine machen. Macht er ja nicht. Bin ja zwischendurch auch da und mache hilf ihm nur bei den kniffligen Sachen. Aber diese Hin- und Her-Renne macht mich natürlich auch fertig. Das ist ja wirklich, das ist ja nicht schön. Weder für ihn noch für mich. Weil das ist nicht optimal. Ach, Mann, 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 Mann. 1 Minute 29 sind ganz andere Werte. 1 Minute 29. Ja, da komme ich gleich runter und dann ist das fertig. Genial. 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 Hat geklappt. Glaubt nicht, wie sehr mich das freut. So, jetzt witzig total, von links nach rechts witzig, ist witzig, ich schwitzig, na, wer auch immer, auch egal, pass auf, folgendermaßen, so, ich schalte jetzt mal ein Video hier hoch, zu viel Werbung auf YouTube ist ja auch ein ganz großes Thema, ich gucke mir jetzt hier gerade ein paar Sachen an und so, und, ja, bin hier, hier. Und versuche jetzt mal das Video hochzuladen, ohne dass so viel Werbung kommt. Also ich mache nämlich immer, was ich mache, ist immer Video hochladen. Nein, nein, da keine Werbung für andere. Also hier, Video hochladen, ja. Dann gehe ich hier auf Dings. Ist ganz einfach. Ich kann überhaupt nicht anklicken weiter, außer das. Dann gehe ich hier auf 1033. Auf meine Datei, die lade ich dann rein. Dann wartet schon soweit. Dann mache ich hier 1033. Ja, ja. Und schreib hier noch Fanbesuch. Plus, was ist noch passiert? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich mache das jetzt erstmal so. Ein bisschen mitgenommen aus dem Brief und der ist auch offen. Ich hoffe, da ist noch alles drin, was drin sein sollte. Was soll denn da drin sein? Weiß ich ja nicht. Das ist ein Brief von für dich. Familie Müller und der Fahrradsalon. Familie Müller, Fahrradsalon. Dresden. Den Ausflug in den Grunewald mit La Rad stelle ich mir ungefähr so vor. Radeluli. Ja.
Das ist ja gut. Aber warum ist der Brief offen? Was ist da passiert? Das Hemd hast du sehr gut getroffen. Ja. Cool. Ja, hoffen wir, da war jetzt nicht mehr drin oder so. Ja, schick, schick. Hier, guck mal. Ui, gemalt. Ja? Daumen hoch. Ja, Mensch, gerade habe ich nur gesagt, hier, ich brauche mir, schick mal. Ey, dein Hemd sogar. Mein, ja, was habe ich gesagt? Mein Hemd sogar. Ja, ja, ja. Das ist ja wie ein Fahndungsfoto, dich erkennt man sofort. Mich erkennt man sofort, ja. Das ist Karikatur, das ist schon eine hohe Kunst eigentlich. Mit meiner Beinschiene. Ja, genau, habe ich noch gerade gesehen. Und das Kind immer. Ey, perfekt, ja. Perfekt, oder? Schön. Und die fliegt da hinterher. Ja, ja, ja. Nee, bisschen wunderbar, ey, perfekt, wunderbar, ey, so toll, ehrlich, gerade habe ich noch gesagt, wenn du auf der Sand bist, perfekt, perfekt. Das ist ja, wird ja deine Fanwand wird sie doch, wird doch, ja, Mensch, toll, danke. Das ist total cool geworden. Das Hemd, das habe ich auch gesagt, das Hemd ist toll. Ja. Ja, Mensch, aber wie gesagt, hoffentlich waren da nicht noch mehr drin oder was? Hier nicht, dass hier noch fünf andere Zeichnungen waren, die jetzt irgendwo auf dem Weg zwischen Dresden und hier liegen. Das ist ja, was macht denn so was? Müsst ihr nächstes Mal richtig zukleben, wenn er was schickt oder so. Die Post ist da nicht so, die. Mal gucken da mal gerne mit. Was ist denn das? Postgeheimnis ist ein Spruch nur noch. Ja, aber geil, genial, ey. Man siehst, mach ich gleich wieder. Oh, schon wieder der kleine Muffler. Ist das ein Eis? Mhm. Schon wieder? Oh, die hat ein Leben. Doch, meine Güte. Ja, Mensch, schön. Tachchen. Du. Mhm. Also, das muss ich gleich rahmen. Das muss ich ja gleich rahmen. Ja, gleich sofort muss ich rahmen. Ich gleich runter und hol einen Rahmen. Ach, siehst du? Rahmen. Das geht schon los. So muss es sein. Perfekt. Danke, Uli Radl, Radl Uli. Wunderbar, ich freue mich sehr. Genial. Ich wollte jetzt kurz aber noch weitermachen. Das ist ja genial. Ich sitze hier, da kriege ich Fanpost. Also Fanbesuch hatten wir, egal wie auch immer, geht weiter. Hier ist der ganze Klimbim, Kladderadatsch. Den Thumbnail kann ich ja noch nicht auswählen, Mike auch noch nicht. Ist dieses, wurde dieses speziell für Kinder? Nein, ist nicht speziell für Kinder. Klicke ich hier an und auf weiter. Dann kommt diese Monetarisierungsgeschichte. Möchtest du Einnahmen mit deinem Video erzielen? Ja, hätte ich gerne. Möchte ich. Ist so. Ist Fakt. Möchte ich. Erstens wegen Ranking, zweitens wegen, weil einfach eine gewisse Wertschätzung ist ja schon schön. Und es sind ja nicht viele. Dann haben wir hier überspringbare Videoanzeigen. Haben wir. Nicht überspringbare Videoanzeigen sind nicht aktiviert. Position von Videoanzeigen. Info. Du kannst diesen Schritt ausführen, nachdem die SD-Version Standardqualität deines Videos verarbeitet wurde. Overlay-Anzeigen. Ja, also nicht im Overlay heißt, dass hier unten welche eingeblendet werden. Und gesponserte Infokarten, dass hier an der Seite was eingeblendet wird. Also nie, dass das ganze Bild voll ist. Also das dürfte nie komplett ausgeschaltet werden. Alle sind überspringbar markiert. Position der Videoanzeigen, ja, das mache ich halt nie. Den Schritt, weil den kann ich hier nicht ausführen. Da muss ich immer warten, bis das fertig ist, muss danach nochmal das Video bearbeiten. Und das kann ich tatsächlich nicht machen. Weil das kann ich nur... Das ist wirklich all. Das tut mir leid. Also hier kann ich nicht weiter einstellen. Und dann mache ich einfach weiter, weil ich, das finde ich halt, dann, das ist halt okay so. Ja, ich mache, jetzt gibt es noch hier Displayanzeigen, so ein Quatsch gibt es auch noch. Will ich aber nicht. Und diese nicht überspringbaren Videoanzeigen will ich auch nicht. Weiter. Video selbst beurteilen. Und dann so Werbeeignung. Haben wir definitiv eine leicht vulgäre Sprache, ist permanent bei uns. Und dann weiter.
Hier kann ich den Schritt auch erst ausführen. Videoelemente, Abspannen, Infokarten etc. Nachdem das Video hochgeladen ist. Da ich aber alles immer schon vorher mache, jetzt geht es nur noch um Speichern, Sichtbarkeit, nicht gelistet oder öffentlich. Ich mache gleich öffentlich, gehe auf Veröffentlichen und das war's für mich. Mehr mache ich da ja nicht. Jetzt habe ich es nur Fanbesuch genannt. Oh Gott, ja, siehst du, muss ich gleich nochmal bearbeiten. Das mache ich gleich nochmal. Also ich kann das gar nicht groß beeinflussen, tatsächlich. Also mit Sicherheit, ja, hinterher, klar. Aber tatsächlich tut mir leid, dass YouTube denn die Werbung so bescheiden schaltet. Offensichtlich, dass das eben permanent kommt. Also das ist wirklich nicht meine Absicht. Ich mache da nur, ihr dürft Werbung drin machen und überspringbare Anzeigen. Und fertig aus. Ja. Das wäre natürlich genial, wenn jetzt noch einer da sitzen würde und würde das raus editen. Also das geht mir wirklich auf die Nerven, wenn YouTube jetzt... Ich sehe es ja auch gar nicht, wie YouTube die Werbung schaltet. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Man müsste das echt mal machen, sich als jemand anders einloggen oder so auf einem anderen Computer auch, nicht auf dem. Neues Projekt ohne Titel? Achso, da habe ich ja schon alles. Ach nee, ich wollte jetzt gucken, wie ich das Video nenne. Siehst du, jetzt schaue ich mir das Video nochmal an, überlege dann, wie ich das Video nenne und bearbeite das nochmal nach. Ich schaue mir mit Zugverlegung, Zangenbremse oder so. Couleur, Sixies, Neuradmontage. Ja, so machen wir das. Ich bin süß. Ja, da lacht. Da lacht das Junge. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nein. Und du malst schon wieder. Mama hat schön aufgeräumt hier, ne? Das sieht man gar nicht mehr. Ja, ja. Ist auch schön. Papa. Oh, so schön. Dann denken, toll. Hallo, Rabbi Nani. Oh, Rabbi Nani. Jetzt kommt die Bande, jetzt gibt es wieder Streit. Warum? Na, einfach so, weil die Kinder Kinder sind. Weil die Kinder Kinder sind. Oder Pause. Ja, Melone oder sowas. Hallo. Hey, na? Wie geht's unserer vermummten Gang hier? Guten Tag. Tomb Raider, dann zeig mal dein Täschchen da. Hey! Das schlackert am Bein. Mama hat gut aufgeräumt. Achtet es bitte, hier liegt eine Jacke auf dem Boden. Ja, die habe ich kurz da hingelegt. Das ist gut, dass du die kurz da hingelegt hast. Dann wissen wir wenigstens, wo sie ist. Ach hier, guck mal, Anu. Ich habe Fanpost bekommen. Das bist du. Guck mal, Papas Hemd. Ja. Ja, was muss man so eins. Ja. Was sagst du dazu? Da sitzt ein Skadion, du. Schön. Nicht da so runterrutschen. Ja? Guck mal, Mama. Da ist eine Kiste drin. Mein Baby, ich halte das gut fest. Ja. Ach nö. Perfekt. Na, dann machen wir mal. Ich suche mal einen Rahmen. Mal gucken, ob ich was finde. Was ist los hier? Stress? Alter, Thorsten ist gerade mal wieder völlig abgedreht nach unten. Was ist los? Was ist los? Was? Danke. Ach, Ständer, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo. Ja. Mann, ey. Kein Stress, bitte. Thorsten macht immer Stress, wenn er kommt. Warum? Thorsten, mach keinen Stress, bitte. Wenn er sich Übersetzungen anguckt, dann kann er das, vielleicht wird das gut übersetzt. Von YouTube oder so. Ja? Oh, ist das nervig. So. Mann, ey. So. Ich guck mal nach. Danke. Mann, ist das hier.
Wir gehen voll damit. Ach Mann, ey. Doch, ey. Was ist hier los? Ich will zurück den hatte ich gerade mit hochgenommen. Ich wollte eigentlich gerade montieren. Ach so. Aber richtig, hör mal. Den kann ja gerade holen, den Döner oder was? Knoblauch ohne Rotkohl. Das ist ein Quatsch da, ey. Was ist bloß mit Thorsten los da? Was habt ihr? Ich steig da ohne hinterher, der erzählt ja auch nichts. Ich auch nicht. Und deswegen muss ich dir ganz ehrlich gestehen, das ist mir inzwischen auch scheißegal. Guck mal, abgesehen davon. Fanpost halt gekriegt. Aha. Liebe Familie Müller, den Ausflug in den Grunewald mit Lastenrad stelle ich mir ungefähr so vor. Liebe Grüße aus Dresden, Radl Uli. Ich habe ja so fantasiert so in dem Video, wie ja. So mit Lastenrad und Hänger und Kindern hinten dran und so Frau drinne. Ja. Jüti getroffen. Fast. Anouk hier hinten fliegt so hinterher. Ja, so fast. Ja, wo ich irgendwie noch einen Rahmen wollte ich jetzt suchen und dann. Wie sagt mit euch? Also nicht, du kannst ja nicht dafür, aber das ärgert mich trotzdem, das wurmt mich. Warum ist denn hier so uneinsichtig? Tja. Was soll ich dazu sagen? Nein, wieso nicht? Also, ich weiß, keine Ahnung, was das so viel Kinderkacke auf immer habe ich ja schon noch nicht mehr erlebt. Ja. Yep. Kann so eifersüchtig sein, Leute. Das steht nicht. Gut, das ist nie gut. Na, das hat sie nicht. Aber Achim, eins mal, mach es dir wirklich einfach. Bitte schraub den vorher ab. Ja, ansonsten, du quälst dich da nur. Ja. Du kriegst das nicht hin. Du kannst ihn vorher hier reinschrauben, dann ist er da schon mal fest. Aber das auf alle Fälle abmachen. Bei das ist es, die zwei Schrauben abzuschrauben, ist es wert. Die zwei Schrauben. Wo sind denn die zwei Schrauben? Na, vielleicht ist es verblendet. Hier sind. Ach nee, da sind wir. Inbus. Vier Inbus. Auch noch Inbus ist ja richtig geil. Ach da. Na, das ist aber gut gemeint. Lange René dreht. Ja, Schrauben kann man mit dem Dicker ja nicht. Geht. Du musst ja nur lösen und dann hier kannst du jetzt mit der Hand, mit dem Finger. Wenn es ja noch weiß. Sein. Ja, gerade so. Selbst mit meinen dünnen Fingerchen. Gerade so. Alter. Ja. Und ich. Muss ja halten. Was? Ist ja ein Schloss. Stunden später. Ah. Ja, und jetzt lässt es einfach so hängen. Und sagen, ja. Jetzt schraubst du hier wieder kurz an. Also,
Zumindest auf der Seite mache ich das. Ja, jetzt wieder umdrehen und dann kannst du hier wunderbar einmal zack, zack, zack festschrauben mit was. Ja. Ich muss noch trotzdem erst mal passende Schrauben für den Lamm, ich brauche doch die eine. Nein, du hast den anderen hingeballert. Nein, die da sind zu kurz. Ich brauche die hier. Die sind zu kurz? Ja. Okay. Ja. Dann krieg ich hier eine Mutter angesetzt. Dann nehme ich die. Gut, dann nehme ich die. Ja. Hey, was man hier immer alles abbauen muss. Will doch nur einen Gepäckträger anmontieren. Wunderbar, haben wir. Ja, sieht cool aus. Oh. Hat irgendwie was. So. Ich will doch nur. Siehst du wieder so ein Ich will doch nur. Na, echt noch das Kettchen rausschrauben. Wieso bitte? Zieh. Jetzt hast du ja schon los. Ah. Nicht so knurren, jetzt fangen wir an hier. Oh. Wie Thorsten steckt an. So. Mit Knoblauch ohne Rotkohl. Mit Knoblauch ohne Rotkohl, ganz genau. Da war doch auch eine Scheibe drauf. Achso, die sitzt da noch. Ja, ja, ist die Verdrehscheibe. Ja, freut sich aber einer. Ich muss doch mal weg, mein Freund. Na gut, das darfst du. Dann machen wir erstmal Mittag. Eigentlich wollte ich da Berichtsheft schreiben, aber ist ja was zu tun. Schlösser. Haben wir noch Schlösser? Wollte ich dich fragen, hattest du eh das Schloss von Axa verguckt auf den Dach? Nee. Weil wir hatten nur zwei von den Axa, die waren. Weißt du, wir hatten diese zwei Trailer, diese Billigdinger und diese Axa 35 Euro. Ja. Doch. Da habe ich nur tatsächlich nur noch eins gesehen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe die eigentlich dahin gehängt. Ja, ja, naja. Eins habe ich verkauft. Eins habe ich verkauft und die zwei Trailer habe ich verkauft. Aber ein Achse fehlt irgendwie. So, ich hätte das mal rüber hin. Den Bock hier runter. Was ist da? Anne. Ganz vorsichtig hier mit meinen Dingen. Mach mal bitte. Mach mal bitte Lappen dann dazwischen, ja, wenn du das machst. Ja. Weil der Lack ist nämlich hier sehr erhaben. Also ja, nicht am Lack am besten, weil hier hat er schon Spuren, merke ich gerade, sondern an der Stütze auch. Ich wollte Stütze nehmen. Aber da ist hier auch ein XT-Logo noch sehr geil. Sehr vorsichtig. Wie geil ist das denn? Panther. Welchen Gang sind wir denn auf dem großen? Kuhara Panther. Top XT. Alles original. Zombies. Bremshebel. XT. Die mit dem geilen Klack, 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 Klack. Das ist so genial. XT Namen. Laufradsatz, hier vorne sieht man es. Ne, die X hin. Ja, die X vorne, XT war hin, hinten. XT Sattelschütze, sieht man jetzt nicht mehr. Eine U-Brake, nicht so geil, weil die ist nicht von XT.
Diese hier, das ist ein einfaches Modell. Ja. Kettenschloss habe ich hier, 7x8. Sattel ist nicht mehr original, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Kaufe ich trotzdem für einen Huni. Das darf aber nicht machen. Wollt mich schon nicht verkaufen, hab ihn gleich gefragt, ob ich verkaufen will. Ja, ich bin hier. Okay, vielen, vielen Dank. Ja, bitte gerne. Ja, alle gut. Okay. Ja. Danke dir. Bitte. Ciao, ciao. Ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht sehen. Tschüss. Dankeschön. Wir holen jetzt das Fahrrad noch aus dem Hof ab. Ja. Mach mal. Besser so. Auf alle Fälle. Tschüss. Ciao, ciao. So, 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 Ralle. Jetzt, Ralle. Drückt einfach. Biertabs, du hast so schlechte Erfahrungen gemacht. Eigentlich mehr so mit den Schienbeinen, aber. Du hast auch mit ihm geredet. Ich habe ja nicht mit ihm geredet. Außer, dass er mir nicht verkaufen wollte, da habe ich gesagt, nee, verpiss dich auch. Ich glaub dir kein Wort. Ja, muss schon wissen. Aber ich bockig. Na gut, wird erledigt. Gucken wir mal. Aua! Boah, lecker Pizza! Willst du eins? Auf dem Boden! Hab ich nicht gesehen. Nächste Mal die Richtigkeit in der Waschen. Ja, aber bitte auch noch. Hier. Da. Da steht es jetzt erstmal, bis es runterfällt. Hoffentlich fällt es nicht. So. Fällt es nicht. Gut, okay, alles klar. Gucken wir mal. Oh ja, endlich ist das Ding oben hochgeladen. Na denn? Beenden wir mal den Tag, wa? Bei Achim unten. Beziehungsweise gucken wir uns doch jetzt nochmal weitere Optionen. Corona? Du machst dir wieder deinen Arm nass. Monetarisierung. Dann leg mal da drauf. Das habe ich ja noch nie gemacht. Ich gehe auf Videomonetarisierung. Hahaha, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Was denn? Das ist etwas zu mir Werbung rinballern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal Werbung. Ach echt? Oh, was machen wir hier? Was ist denn das? Boah, wir sehen ja nie Werbung. Nie. Ich dachte, das kann man selber einstellen. Ah, ich muss bei jedem Video. Ja. Musik. Mülleimer. Ach so, okay. Mülleimer, Mülleimer. Aber dann verdienst du ja auch nichts mehr, oder? Mülleimer. Mülleimer. Wenn du Werbeunterbrechung manuell platzieren möchtest, solltest du die Anzeigen so platzieren, dass sie nicht als störend empfunden werden. Beachte auch, dass Werbeunterbrechungen nicht garantieren, dass bei jedem Zuschauer Anzeigen eingeblendet werden. Was heißt denn automatisch festlegen? Ich hätte das gerne so festgelegt für jetzt. Das sind zwei Dinger machen. Eins am Anfang, eins am Ende. Kann man die Einstellung nicht übernehmen? Weiter. Kann man das jetzt nicht? Warum kann man das nicht für jedes? Also Kinder, das habe ich jetzt bei dem Video jetzt, was ich mache, das mache ich aber jetzt nicht bei allen. Also ganz ehrlich, ich mache das jetzt, das ist bei dem Video und dadurch, dass ich jeden Tag das mache, den Schritt jetzt ohne zu machen, mache ich nicht. Tut mir leid. Klickt einfach die Werbung weg. Und dann ist gut, ja, wenn ihr sie nicht sehen wollt. Tut mir leid, es gibt offensichtlich keinen Button, dass ich die Werbepausen generell am Anfang in der Werbung, am Ende in der Werbung machen
machen lassen kann. Also das tut mir leid. Das tut mir extrem leid. Aber dadurch, dass ich so viele Videos mache, wäre das ein geiles Tool, wenn YouTube sagen würde, pass auf, ich gebe jedem die Chance, Anfang, Ende, oder so diese Dinger zu machen, oder eben, wir machen automatisch, dann machen sie eben alle, tatsächlich ist das irgendwie so ein, von YouTube automatisch generiert, dann und dann und dann werden Werbung eingeblendet. Also dafür kann ich nichts, sondern dann und dann und dann und dann wird Werbung eingeblendet. Man kann das alles manuell wieder rausnehmen, aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich nicht, bei Himmels Willen. Ja. Oh, das nervt aber auch so viel Unterbrechung. Ich bin immer davon ausgegangen, eine Anzeige plus ein nochmal so ein Banner unten. Und so, und das wäre okay. Also das ist ja okay für mich auch. Das gucke ich auch, weil ich weiß, die Leute müssen auch leben von irgendwas und so. Ja, also da gucke ich so ja die Werbung bei einigen Videos, wenn ich da mal was gucke, weil es ist mir dann egal, ob da unten so ein Banner eingeblendet wird oder nicht. Aber natürlich hier 5-6 Mal Werbung drin, Titanic. Klar, so im Fernsehen hat man es auch. In so einem 1,5-Stunden-Film, da kommt 5-mal Werbung. So ein Quatsch, war. Aber es nervt. Es nervt. Und ich weiß, dass es nervt. Und es ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also tut mir leid, dafür kann ich nichts. Ich habe das jetzt hier mal bei dem Ding rausgenommen, ist aber mir zu kompliziert, dass es nicht ein Tool gibt, wo man einfach sagen kann, pass auf, ich nehme die raus und lege die Einstellung für alle Videos fest. Am Anfang und am Ende halt. Das kann ich doch für jedes Video festlegen. Für alle Videos festlegen. Diesen kleinen Button drücken. Bupp. Und dann ist es für alle Videos festgelegt. Das wäre so genial. Aber nee, nochmal, das ist kompliziert. Soll ich 1500 Videos durchgehen und die ganze Werbung rausschalten. Jedes Mal. Und jedes Mal jedem neuen Video. Mache ich nicht. Die laden manchmal um 2 Uhr morgens hoch. 3 Uhr morgens die Videos bei mir. Manchmal irgendwann nachmittags, wenn ich unten im Laden bestehe und so. Dann, wenn ich hochkomme, denke ich doch nicht dran, noch alle Dinger durchzuklicken. Das ist ein Schwachsinn. Naja, die wollen halt Geld machen. War richtig mit Gewalt jetzt gerade. Aber letztlich dürft ihr auch nicht vergessen, das ist natürlich das, wovon man lebt. Wenn man so Videos produziert, und das ist eigentlich auch der Gedanke gewesen, dass YouTube uns bezahlt, nicht, dass ihr eben spenden müsst oder so. Weil diese Videozeit, diese Schnittzeit, die hier jeden Tag 2, 3, 4 Stunden pro Tag, die wird einfach mal durch die Werbung bezahlt. Und eben jetzt im Leben noch nicht. Also das dürft ihr auch nicht vergessen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier meine Schnittzeit bezahlt bekomme. Diese 3 bis 4 Stunden, ja, die krieg zurzeit, glaube ich, pro Video 70 Cent. Für 3 bis 4 Stunden. Also ich muss mal gucken. Das kann man ja hier ganz genau aufrufen. Machen wir mal hier Analytics. Für 50.000 Aufrufe. Für 50.000 Aufrufe kriege ich 95 Euro. Also, wenn ein Video 500 Klicks hat bei mir, dann bekomme ich für 500 Klicks circa, bekomme ich 93 Cent. Die Videos haben bei mir im Schnitt 300 bis 500 Klicks. Ich bekomme für jedes Video 93 Cent. So. 93 Cent für ein Video, für 4 Stunden Arbeit, plus nochmal den Tag überdrehen, das Ganze. Brauchen wir nicht drüber reden. Also da kann sich keiner beschweren. Ich habe ja kein Millionenpublikum. Ganz einfach. Das ist ein reines Hobby. Da braucht keiner auch neidisch drauf sein. Ich meine, die Arbeit, die macht keiner. Ne? Könnt ihr euch den Stundenlohn näher ausrechnen. 93 Cent pro Video. Das ist lächerlich. Quatsch. Naja, wie auch immer. Deswegen, Werbung muss sein. Das ist in Ordnung. Das soll so sein. Das soll sich irgendwann auch mal amortisieren für mich, für uns alle. Für euch in auch letztlich. Ja? Und deswegen bleibt die drin. Dass sie zu häufig ist, das tut mir leid, wenn YouTube mal so ein Tool hat, dass man einfach klickt, bumm, alles anfangen und am Ende noch eine Werbung, dann, wie gesagt, kann man ja immer sagen, an die Fendi-Meine einfach laufen lassen, dann ist die Werbung immer gezeigt und dann sieht, ist toll, ist schick. Ja, und dann verdient man da seine, was weiß ich, im Moment 93 Cent, knapp mal Euro oder so, ja, für 500 Klicks. Und dann ist das schick. Also, na gut, wie auch immer, macht ihr gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy. Und wir sehen uns morgen wieder.
Also, bis dann. Ciao. Ich habe eine Frage an Sie. Entschuldigung. Aber wo sind denn die schönen Stühle hier für Behinderte? Nicht wundern über den Kollegen da draußen, ja? Nee, also, hier muss man sich nicht mehr wundern. Die weiß, wie es hier läuft. Wenn sie aus Berlin kommt, wesel, das stimmt. Für Schwerbeschädigte. Schwerbeschädigte. Was los, Andi? Wieder hingefallen oder was? Nee. Dachte mir. Guck mal, der Glöckner kommt wieder. Nein, was geht? What's up? Ich wollte mal fragen, wie sieht's aus hier mit. Na, warte, du. Wie sieht's aus hier? Kommission und so? Was heißt denn eigentlich überhaupt Kommission? Kommission heißt, ich krieg was ab davon. Ja, achso, also Dings. Provision quasi. Ja. Kann man so sagen. Ja, das ist gut. Dann bringe ich dir drei schöne Modelle. Drei schöne Modelle. Aber du darfst nicht so teuer sein. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Aber die... Wir müssen ja auch verkauft werden. Das habe ich nämlich auch gedacht. Aber wenn du den richtigen triffst, das sind ja... Ja, ich treffe keinen richtigen. Nee, du sagst alles, ich bin das billig, sind, wa? Das sind alle billig Leute hier. Ja. Na, also wenn du hier so ein Rad... Du kannst nicht hier deine Corona-Anfangspreise oder so... Wenn du mir schöne Räder bringst, dann kann man die vielleicht für 300 bis 350 anbieten. Ja, das denke ich auch, so 350 und dann... Aber dann will ich ja noch was abhaben. Ja, ja, klar, 10% nehme ich an. So. Was? Weniger, mehr? 20. 20%? 20%, ja. 20% ist... Ja, ja, na aber, hallo, wie im Auktionshaus. Wie im Auktionshaus, also das ja. Ist auch 20%? 25 sogar. Nein! Also die haben zum Schluss circa... Ja, lass uns mal so ein Haus aufmachen. Ja, mach mal schnell. Gerade du mit deiner Vita machst so ein Haus auf. Ey. Da brauchst du 1000 Scheine, dass du der Heiligste vom Heiligen bist. Digga, das machen wir. Das kriegen wir alles hin. Kriegst du es? Kriege ich kein... Ja, kein Ding, wa? Zweite Identitäten, da geht das schon. Das muss ja nicht auf meinen Namen sein. Ja. Das kriegt man alles schon hin. Vereidigter Auktionator, das geht nicht so einfach. Ach. Das ist die Lizenz zum Geldbocken. Ja? Du kriegst ohne Scheiß 25% von dem einen und 20% von dem anderen. Und das bei Sotheby's 1,5 Millionen Zuschlag. Guck, jetzt überleg mal, denk mal drüber nach, was das für Preise sind. Boah. Also. Ja, Wahnsinn. Können nur reicher werden. Was darf es bei dir sein? Machst du mich reicher oder ärmer? Hoffentlich reicher. Ich Ach, schön. Frage. Und zwar, was kostet das? Hier ist die Bremse komplett raus. 18 Euro. Genau. Eine Seite, genau. 18 Euro kostet. 18 Euro, ein ja. Zug neu ersetzen. Aber bei dir schlägt offensichtlich die Bremse immer gegen den Rahmen. Da ist die Bremse ja schon verbogen. Darum. Die ist komplett weg. Also die ist. Genau. Also das hat sich jetzt wohl erledigt mit der Bremse. Das ist ja nicht dann nicht nur die. Das hier ist das Problem, ne? Dass das verbogen ist. Mhm. Das ist immer so schön da, wo dagegen kommt, an die Stelle. Ich spiele damit rum. Ja, okay, also soll ich so lassen für dich. Verzweiflung mal. Soll ich einen zweiten Hebel anbauen? Oder? Einfach nur so ein Spielhebel, der so locker ist. Das ist ein Fahrer von meiner Freundin. Ich habe das heute zum ersten Mal benutzt. Nein! Lang. Und kaputt gemacht. Nee, es war schon kaputt. Ah, aber du wolltest jetzt mal eine gute Tat. Ich wollte eine gute Tat. Bitteschön. Und sie meinte, die rechte Bremse funktioniert. Funktioniert so ein bisschen. Ich wäre fast direkt in eine Menschenmenge. Ja. In eine Menschenmenge ist ein Amokfahrer hier. Guck mal hier, jetzt müssen wir gleich mal festhalten. Hier ist das Amokrad, da ist der Hebel, mit dem man immer spielt. Und da ist die Bremse, die so arg verbogen ist. Hier, da geht nichts mehr. Wenn man ihn zurückbiegen, geht halt nicht mehr. Was? Nicht ja, kurz durch. Ja, ist nicht gut, aber das ist noch in Ordnung. Ich glaube, ich meine, das Rad ist eh ziemlich kaputt. Ja, so halb. Ich weiß. Wie funktioniert die überhaupt? Ich habe es versucht, für ihn rauszufinden. Er muss während der Fahrt das machen, ne? Während der Fahrt, Sissi, und dann geht da hinten der Hebel. Und wenn du hoch, dann fährst du hoch. Und wie da fährst du runter? Schneller, na, zurück. Und du bist ja schon auf den tiefsten. Fast. So runter, immer so schnell. Runter ist schnell, ja. Hoch ist langsamer. Ah, okay. Und es geht dann gerade so. Gerade so. Gang zu Gang kriegst du Gefühl, es ist so mechanisch. Mhm. Ja, ich habe das schon. Cool, ja, ich würde es mal an euch da lassen. Nee, keine mehr. Chef. Marathon Plus? Keine Lieferbar. Soll er es da lassen? Nur normale Contis. Ich würde das, wenn es in Ordnung ist. Mit oder ohne Bandschutz? Gleich. Ich würde es euch da lassen, wenn es in Ordnung ist, für genau die beiden Dinge. Und ich würde auch einen Dörfer kaufen, aber das würde ich machen, wenn ich dann beim nächsten Mal gesagt habe, weil sie meinte, der ist nicht gut für sie, der passt irgendwie nicht. Ich glaube, das ist einfach, das ist nicht richtig ein. Ja, das ist der ist auf Erotik eingestellt. Deswegen erledigst du, ist doch deine Freundin. Eineinhalb Stunden noch.
Stunden. Schön laden. Hallo. Hallo. Ja. Sieben Uhr, da braucht ein Fahrrad. Ja. Nee, nee. Moment, ich kann gerade nicht zaubern. Nein, Moment, ich hatte auf jeden Fall. Ein leichter Pannenschutz ist vorhanden. Ein leichter Pannenschutz wäre vorhanden. Hat die junge Frau nicht gehört. Nee, ja. Leicht wird sie nicht. Das muss schwerer sein. Stabil. Bombenstabil. Ja, um 9. Um 9? Super. Ja. Dann kann ich ja. Ihr seid heute bis 10. Bis 10 habt ihr offen? Nee, bis um 9. Bis um 9. Ja, ja. Nicht übertreiben. Ja, von 9 bis 9 reicht schon. 72 Stunden Woche irgendwann ist Schluss. Dann kann ich heute um 9 vorbei. Alles klar. Super. Am besten 5 von 9. 5 von 9. Ich mach's. Ja, 7 oder 10 von 9. Kein Problem. Du hast Ärger mit Andi, siehst du ja. Ja, ich übernehme den Laden. Zippelfricke hier. Tja, was gibt es nachher? Bis dann, ciao. So, ja, bitte. Ja. So, dann braucht ein Fahrrad. Dringend. Bis dann, ciao. Boah, ist die Stau, ist der Wahnsinn. Kennst du den Satz mit Wahnsinn und Unsinn? Süße. Wahnsinn schon mal bei uns im Garten. Ja, ich glaube, das war Otto oder so. Ich weiß nicht. Wer war das? Irgendeiner war das. Wahnsinn und Unsinn. Otto oder eins? Ja, von den, nur die beiden einzigen, von denen ich was rezitiere hier. Der Otto Erhard. Otto Herd. Otto Herd. Die Bremse ist ja. Nee, ich hab's ja auch so mal gemacht. Klar. Ich dachte schon. Ziehst die Bremse an, nichts passiert. Hallo? Hallo. Das ist fest. Ach, Jo. Warte mal, jetzt aber langsam. Mensch, du hast bei Prüfung. Ja. Das steht ja da und auch fest. Jetzt. Davon geht's noch nicht schneller! Ja, Hupe geht jetzt, Blinker. Da geht Hochzeit. Läuft halt scheiße. Hallo. Tschüss. Aber klappert nicht. Großartig. Ein Riesenschwein. Im Gegensatz zu dem hier. Du solltest dir im Keller echt mal eine Schockplatte an. Anschaffen. Ja, den bitte nicht anfassen. Den Sattel bitte nicht. Don't touch the seat. Nee, der muss noch halten. Alter, er hat jetzt 10 Geld noch für den Sattel. Das scheint so. Ja. Diese werde ich kaputt treten. Vielleicht. Sei doch nicht immer so radikal. Ja, bitte? Ja, hallo. Was los? Ich bin die Anna und ich will mein Radl abbringen. Oh, ich bin die Anna aus Österreich. Ja, genau. Ah, grüezi wohl. Welche, warte, weißt du Holland? Keine Ahnung, fährt Anna aus Österreich ein Hollandrad? Was für ein? Was fährt denn Anna für ein Fahrrad? Also ich bin gestern am Abend da gewesen, wo die Dinger weggesprungen ist. Die Dinger weggesprungen ist? So eine Strebe weggesprungen ist. Ja, sag schon. Sag schon, welches Rad? Blaues Rad, Carraro. Carraro? Ist das sicher, dass hier richtig bin? Ja, ist sie. Ja. Ach so. Sie gibt's ab? Ich bin halt jetzt abliefern. Nicht abholen. Na, sorry, abholen. Ja. Ah, nein, sorry, abliefern. 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 Ja, wollte gerade sagen. Okay. Die Anna hat keine Zeit gehabt gestern. Ja. Ja, was nicht? Oh, nee. Wieso nicht? Was? Was geht's da? Tinte, Mann, hier. Wow. 14 Euro. Das geht. Gute Frage.
Tja. Ja, ja, genau. Hier, hängt sie am Magneten. Kannst du mal ausmessen. Am Magneten am Winkel an der Tür hier. Ist ja zum Glück nur der Kopf abgerissen. Nicht der Bogen. Genau. Kannst du einfach ausmessen. 92. Ja, kommt wieder weggehauen. Was ist denn hier? Vorderer Sattel? Fertig. Schon mal auf der Straße kommt, mein Freund. Du willst noch vorderer Sattel? Ja, den Rahmen kannst du ja wohl abhaken. Ja, aber die Kugel mal gehabt. Weil sie das Ausfallende zertreten haben. Ja, richtig. Kugel mal da mal. Kann man tun, oder so. Sitzende Position. Ja, das richten wir mal schnell wieder. Fertig. Guck. Ja, warte, wenn du sagst fertig und ich soll gucken, gucke ich. Guck. Überwurf. Was ist jetzt noch? Ganz grob gerichtet, mal ganz schnell. Ganz grob. Okay, dann gucken wir mal ganz grob. Ganz grob. Ob es auch wirklich gerade ist. In den festen Punkt. Jetzt hat er hier unterschiedlich wie hier. Das ist doch nicht genau. Ungefähr so. So. Könntest du ja recht haben. Na, bleibst du wohl in Position? 3,5. 3,5, du hast ja recht. Du hast nicht wirklich mal so schnell gerichtet. Ja. Wollen wir jetzt mal den Rahmen aufbauen? Sattelstütze haben sie aufgegeben? Ich nicht. Wollen wir nicht von der Sattelstütze entmutigen? Und vor allem nicht von so einer. Das ist ein Sitte, ey. Die Scheiße auch, ey. Wenn, was, wie assi ist das eigentlich, wa? So, ja. So. Und dann noch drauf zu treten. Ja. Gut, hat mich fest. So. Vorne ist schon? Ja. So, super. Es ist noch gut. Kann man noch so was. Was ist da eigentlich vom Kabel? Da sind verlegt das Kabel. Das. Na, Achim, hier. Jetzt soll ich eine Probe machen. Probe hängst, na klar. Brille. Das ist wunderbar. Das wäre eigentlich cool, wenn das was mit ist.
Und rollt. Rollt. Immer her. Oh, ja. Schön hoch, oder? Ja. Und was sagt der Tommy? Rollt, fährt, mehr nicht. Und ist leise. Und hat Licht. Ja, da gehört noch Licht hinten ran, nicht wahr? Ist wirklich nur ein Fahrrad. Klassisch, nicht ganz unschickes Auto. Es ist ganz okay, ist schöne klare Linie. Sieht ganz manierlich aus. Und Vermietung, fertig aus, mehr nicht. Aber siehst du, es sah so geil aus, dass die das zerlegt haben. Das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, ey Leute, wie findet ihr das Rad? Ey, ist mein neues Bike, ey, guckt euch das an. Yeah, ist ein Original Cito. Cito Capito. Mit Original Schrott. Felgen. Und geiles Licht. Ja. Tuning-Griffe. Eloxiert, ehemals. Fetter Oma-Sattel von Cille Royal. Speck Royal. SR. Speck Royal. So, Feierabend hier, ey. Viertel vor. Passt. Das Rad wird oben angeschlossen. Oben angeschlossen? Ja, ja. Dann ja. Hol ich mal ein Kettchen. Hol mal ein Kettchen. Gut, Feierabend. Also. Der Achim schließt das Zito an. Ja, so fein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.